Hier befindet sich ein System, mit dem wir, hier ist auch sichtbar, die Neigung des vorderen Schiss einstellen können. Zuerst wird dieses System aufgeschraubt. Danach können wir mit dem vorderen Systemteil durchs Drehen nach rechts die Spitze des vorderen Schiss erhöhen. Damit erreichen wir mehr Druck im vorderen Schiebereich. Durch das Drehen mit dieser Mutterschraube, mit dem hinteren Teil des Systems, können Sie das Ende vor dem vorderen Ski nach oben bringen und die Neigung verändern. Wie Sie sehen, mit diesem System können wir die Spitze des vorderen Schiffs nach oben oder nach unten einstellen. Das Ende des hinteren Schiffs können wir nach oben oder nach unten einstellen. Das ist wichtig, damit der vordere und der hintere Ski in eine Linie verlaufen und der Druck auf die Ski gleichmäßig verteilt wird. Die Schiebokonstruktion im hinteren Bereich ist mit einem Parallelogramm ausgestattet. Mit Hilfe der römischen Schraube spricht ein linkes Gewinde und ein rechtes Gewinde sowie mit zwei Schlüsseln Nummer 24 können wir gleichzeitig beide Mutterschrauben, die das System halten, aufschrauben und mit Drehen des mittleren Teils können wir die Neigung des hinteren Schiffs beliebig nach oben und nach unten einzustellen, damit wiederum der hintere Ski nach oben oder nach unten eingestellt werden kann und wieder mit dem vorderen Ski sich in einer Linie befindet. Mit diesem System und den fünf Schrauben können wir die ganze Kufe nach links und nach rechts verschieben. Dazu brauchen wir einen Imbusschlüssel Nummer 6. Alle Schrauben werden locker gemacht. Und somit können wir den hinteren Ski nach links und nach rechts drehen, um gleichzeitig den Ski in die Mitte des Skibobsrahmens zu platzieren. Danach wird wieder dieses System mit den fünf Schrauben fixiert
Und wir haben den hinteren Ski ganz genau in der Skibob-Achse. Die Skibob-Konstruktion im hinteren Bereich ist mit einem Parallelogramm ausgestattet. Mit Hilfe der römischen Schraube, sprich ein linkes Gewinde und ein rechtes Gewinde, sowie mit zwei Schlüsseln Nummer 24, können wir gleichzeitig beide Mutterschrauben, die das System halten, aufschrauben und mit Drehen des mittleren Teiles können wir die Neigung des hinteren Skis beliebig nach oben und nach unten einzustellen, damit wiederum der hintere Ski nach oben oder nach unten eingestellt werden kann und wieder mit dem vorderen Ski sich in einer Linie befindet. Mit diesem System und den 5 Schrauben können wir die ganze Kufe nach links und nach rechts verschieben. Dazu brauchen wir einen Imbusschlüssel Nummer 6. Alle Schrauben werden locker gemacht. Und somit können wir den hinteren Ski nach links und nach rechts drehen, um gleichzeitig den Ski in die Mitte des Skibobsrahmens zu platzieren. Danach wird wieder dieses System mit den 5 Schrauben fixiert und wir haben den hinteren Ski ganz genau in der Skibob-Achse.